Da sind über 4 Millionen drin. An deinem ersten Tag beschlagnahmst du $3 Millionen. Warte, du hast 4 gesagt. Ah, siehst du, alles hat seinen Preis, Bruder. Nichts ist umsonst auf der Welt. Hast einen guten ersten Tag erwischt. Heute geht's um den echten Denzel Washington von Training Day. Rafael Antonio Perez. Rafael Perez war ein LAPD Narcotics Officer, der in den Rampart-Skandal verwickelt wurde. Es ging um Korruption, die tief im LAPD verstrickt war. Es ging um die Anti-Gang-Einheit in den 90er Jahren. Als er am Ende hochgenommen wurde, hat er den größten Korruptionsskandal in der Geschichte des LAPD aufgedeckt. Am Ende wurde er sowas wie ein Kronzeuge und hat die komplette Geschichte ausgepackt. 1999 waren 70 Polizisten beschuldigt, in korrupte Machenschaften verwickelt zu sein. In dem damals sehr bekannten LAPD Rampart-Skandal. Der Mann hinter allem war Rafael Perez. Er wurde von einem Polizisten, der immer ehrlich war und sich gegen Gangs und Kriminalität eingesetzt hatte, langsam und langsam zu einem korrupten Polizisten. Am Ende war er nicht nur korrupt, er war selber ein Gangster. Rafael Antonio Perez wurde am 22. August 1967 in Puerto Rico geboren. Als er noch jung war, zogen seine Mutter und er nach Philadelphia. Dort verbrach er die meiste Zeit seiner Jugend. Als Kind wusste er immer, dass er Polizist werden wollte. Er zog sich den ganzen Tag Filme, Dokumentationen und Serien über Cops rein und träumte davon, irgendwann mal selber Leute verhaften zu können. Als er die Highschool abgeschlossen hat, ging er zu den Marines und kurze Zeit später heiratete er seine Frau. Perez hatte nicht viele Freunde, aber die Leute, die ihn kannten, beschreiben ihn als sehr nette Person. Er war locker und man konnte gut mit ihm reden. Mit der Zeit wurde die Militärstation, wo er stationiert war, geschlossen. Und darum zog er auch mit seiner Frau nach Kalifornien. Er war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt. Kurz nach dem Umzug kam die Beziehung mit seiner Frau zu einem Ende. Sie hatte ihn beim Fremdgehen erwischt. In demselben Jahr, wo ihn seine Frau verlassen hat, machte er den LAPD-Eignungstest und hat ihn bestanden. Er ist der Polizeischule beigetreten und war der Kopf der Klasse. 1989 hat er bestanden. Er arbeitete ungefähr ein Jahr. Dann begann er als Undercover-Polizist in der Narcotics-Abteilung zu arbeiten, also nur für Betäubungsmittel. Er hat Dealer hochgenommen. Sein Partner hieß David Mack, ein Polizist aus Compton, der auch erst seit kurzer Zeit dabei war. Sie wurden in das Buy-and-Bust-Team aufgenommen, was das heißt, kaufen und hochnehmen. Sie waren in verschiedenen Städten als Dealer getarnt unterwegs, knüpften Kontakte und wollten immer große Mengen an Stoff kaufen, wickelten die Deals ab und nahmen die Leute dann hoch. Perez lernte schnell die Unterwelt von Los Angeles kennen und die dunklen Seiten. Mit der Zeit wurde er ein Experte. Er wusste, wie die Gangs ihren Stoff durch South California geschmuggelt haben. Er sah aus erster Hand, was die Drogen mit den Leuten gemacht haben. Er war im Ghetto unterwegs, hat die Junkies gesehen und das Leid, das die Drogen anrichten. Er arbeitete immer hart, um die Leute einzubuchten. Die ersten paar Jahre war auch alles in Ordnung. Er war ein ehrlicher Polizist, der seine Arbeit gemacht hat. Alle anderen Polizisten hatten ihn in Erinnerung als den ehrlichen Typen. Jeder wusste, Ray ist ehrlich und ein korrekter Polizist. Er sorgte für eine Menge Verhaftungen. Er hat hunderte Gangster von der Straße genommen. Und das wusste auch jeder. Noch nie gab es eine Beschwerde wegen ihm. Bis 1993. Es ging um einen Ticker, der abgeknallt wurde. Von Perez und seinem Partner David Mack. Laut Aussagen von Perez und Mack versuchte er eine Waffe zu ziehen. Und deshalb haben sie ihn abgeknallt. Mack soll gesehen haben, wie was gezogen wurde. Und hat Perez' Leben gerettet, indem er abgedrückt hat. Diesen Vorfall hatten Leute auf der Straße mitbekommen. Die eine ganz andere Story erzählen. Die behaupten, dass die Person unbewaffnet war. Als er sich versuchte, dem Polizeiauto zu nähern, wurde er angeschossen. Als er versuchte wegzulaufen, hat man ihn nochmal angeschossen. Dann ist er gestorben. Beide haben die Anschuldigungen vor Gericht abgestritten und sie haben den Fall gewonnen. Es wurde entschieden, dass die Aktion von den beiden gerechtfertigt war. David Mack hat sogar eine Medaille für seinen besonderen Mut bekommen, weil er seinen Partner gerettet hat. Dann im Jahr 1995, nachdem Perez außergewöhnlich gute Arbeit geleistet hat, wurde er in eine Spezial-Undercover-Einheit geschickt. Die Einheit hieß Rampart Anti-Gang Crash Unit. Der größte Teil der Arbeit war, Gangs und aktive Gangmember zu lokalisieren und zu überwachen. Die Einheiten waren immer in Rampart unterwegs, was eine sehr kriminelle Gegend im Westen von Los Angeles ist. Die Gegend war überbevölkert und Standort für 30 verschiedene Gangs. Da sie zu einer Undercover-Truppe gehörten, war es ihnen erlaubt, normale Kleidung zu tragen. Sie mussten keine Uniform tragen. Perez war damals nicht mehr mit seinem alten Partner David Mack, sondern hatte einen neuen zugeteilt bekommen. Die beiden waren auf den Straßen unterwegs und versuchten die Gangs zu kontrollieren. Zu der Zeit hat Perez angefangen, sich wie ein Gangster zu kleiden und zu benehmen. Er bekam den Respekt von Gangmembern und wenn sie ihm keinen Respekt gaben, bekamen sie die Quittung. Da er auch Puerto Ricaner war und Spanisch gesprochen hat, konnte er sich gut in die spanische Community einreden. Die meisten Leute haben gar nicht gewusst, dass er Spanisch spricht. Sie haben ihn einfach für einen schwarzen Officer gehalten. Er machte immer mehr und mehr Verhaftungen.
Er ließ die Verdächtigen auf dem Rücksitz und hörte zu, wie die Leute auf Spanisch sowas wie ein Geständnis ablegen. Auch bekam er so Informationen, die er normalerweise nicht bekommen hätte. Nach einigen Monaten in dieser Eliteeinheit war Perez schon auf dem Weg in die Korruption. Sein erstes bekanntes Vergehen war, als er und sein Partner einen Ticker hochgenommen haben, eine große Summe Bargeld gefunden haben und er sich entschieden hat, dass er einen Teil davon selber behält. Von da an ging die Korruption los. Er beschlagnahmte immer mehr Geld und Betäubungsmittel. Er machte extra Hausdurchsuchungen und nahm alles mit, was er wollte. Wer sich ihm in den Weg stellte, hat die Quittung bekommen. Es ging sogar so weit, dass sie falsche Beweismittel platzierten, um bei den Leuten Durchsuchungen durchzuführen. Es gab mehrere Leute, die gesagt haben, sie wurden reingelegt. Sie bekamen mehrere Jahre Haft, weil er eine Waffe bei ihnen platziert hatte. Man hatte ihnen nicht geglaubt, da sie Gangster waren und vorbestraft. Perez' Verhaftungen wurden nie in Frage gestellt. Mit dem Geld, was er durch die Sache gemacht hat, konnte er ein sehr schönes Leben führen. Er hatte wieder geheiratet und lebte in einem schönen Haus in Los Angeles. Nachbarn sagen, er hat sich immer wieder neue Autos gekauft und seine Wohnungsausstattung regelmäßig geändert. Er hatte nicht nur eine Frau, er hat eine Frau, die er geheiratet hat, aber ungefähr 5 bis 6 Freundinnen, die den Stoff, den er beschlagnahmt hat, in Umlauf gebracht haben. Er hat das jahrelang so weitergemacht. Dann wollte er auf einmal mehr haben. Dann fing er an, beschlagnahmte Betäubungsmittel aus den Polizeischließfächern zu nehmen. Zuerst waren es nur kleine Mengen Weiß. Dann fing er an, große Mengen abzuziehen, pfundweise. Er ersetzte das geklaute Zeug mit Mehl oder eine Backmischung. 1996, als Perez noch im Aufbau seines Imperiums war, war er noch immer im Kontakt mit seinem ehemaligen Partner David Mack. Mack kannte Shug Knight und hat ihm Perez vorgestellt. Zu dieser Zeit hat Shug Knight nach Ex-Cops gesucht, die er für sein Security-Team einstellen wollte. Er bekam den Job und arbeitete dann an seinen freien Tagen als Security für Shug Knight. 1998 war Perez nur noch ein Gangster, der eine Marke getragen hat. Er war im Dienst immer besoffen, knallte Leute ohne ersichtlichen Grund einfach ab und denkte sich danach eine Story aus. Ein Mann wurde nach einem Treffer sogar querschnittsgelähmt. Noch dazu sendete er ihn für 23 Jahre in den Knast. Er wurde einfach rücksichtslos und hat sich gedacht, er kann sich alles erlauben. Und genau das hat zu seinem Fall geführt. 25. August 1998 wartete ein SWAT-Team in der Auffahrt von Perez und er wurde damals verhaftet, weil er Weiß im Wert von fast 1 Million Dollar aus der Asservatenkammer entwendet hatte. Sie kamen ihm auf die Spur, weil er beim Entwenden der Sachen auf dem Brett, wo man sich einträgt, einen falschen Namen angegeben hatte. Nun wurde er verhaftet und blickte einer 12-jährigen Haftstrafe entgegen. Doch er entschied sich, dass er jetzt komplett auspacken wird und die komplette Story vor Gericht erzählen wird. Er deckte den größten Korruptionsring in LA auf. In einer Befragungsreihe von 35 Tagen erzählte er die Geschichten von mehreren hundert Leuten, die er und seine Kollegen mit gefakten Beweisen hinter Gitter gebracht haben. Auch erzählte er was von starker Gewalt bei Verhaftungen. Er erklärte, wie sich Officer falsche Alibis geben und wie die ganze Sache abläuft. Auch schüchterten sie Leute in der Nachbarschaft ein, die das Ganze mitbekommen haben. Er packte so viel über sich und seine Kollegen aus, dass die Leute am Ende ein Buch von 4500 Seiten mit Straftaten hatten. Doch die krasseste Story, die er erzählt hatte, betraf den Jungen, den er angeschossen hatte, der querschnittsgelähmt worden ist und dazu noch 23 Jahre Haft gekriegt hat. Er hatte damals eine Waffe bei ihm platziert, damit er in den Knast kommt, nachdem er ihn angeschossen hatte. Und dann hat er vor Gericht gesagt, dass der Junge ihn attackieren wollte. Er war damals 19 Jahre alt. Er bekam damals eine 23-jährige Haftstrafe, weil er einen Polizeiofficer attackieren wollte. Nach seiner Aussage wurden mehrere hundert Leute entlassen. Auch der Junge, der querschnittsgelähmt wurde, der schon damals 2,5 Jahre gesessen hatte. Es gab 140 Anklagen, die das LAPD damals gekriegt hatte. Sie haben 125 Millionen Dollar an Schadensersatz gezahlt. Der Schadensersatz ging bei 25.000 Dollar los und bis 15 Millionen Dollar für den querschnittsgelähmten Jungen. Es war der größte Schadensersatz, der jemals in der Geschichte des LAPDs gezahlt wurde. Nachdem er all die Polizisten beschuldigt hat, kam nicht mal einer aus der Reihe und hat gesagt, dass etwas stimmt. Sie sagten, er ist ein Lügner und er erfindet jetzt Stories und zieht Leute rein, die er nicht mag. Alle Officer haben die Anschuldigungen vor Gericht abgestritten und gewonnen. Der einzige, über den Perez nicht ausgepackt hatte, war sein ehemaliger Partner David Mack. Seit diesem Tag an dürfen die Polizisten nicht mehr mit Privatkleidung rumlaufen und müssen immer eine Polizeiuniform tragen. Auch wurden 5 Jahre lang alle Bewegungen in diesem Department kontrolliert. Perez erklärte sich am Ende so, dass er ja niemanden schaden wollte. Er hat keine guten Menschen eingebuchtet. Es waren am Ende Dealer und er hat sich gedacht, er macht die Straße sauber. Die einzige Anklage, für die er damals verhaftet wurde und 5 Jahre gekriegt hat, war der querschnittsgelähmte Junge. Perez kam nach 2 Jahren mit einer Bewährung raus. Er bekam keine weiteren Anklagepunkte, da er durch seine Aussage Immunität gekriegt hat. Yo Leute, das war's mit der Rafael Perez Doku.
Wenn ihr mehr so Sachen wollt, dann kommentiert und liked den Beitrag, damit er anderen Leuten vorgeschlagen wird. Danke.